Hallo und herzlich willkommen zum 12. Türchen des Adventskalenders der Webweinschule 2019. 12. Türchen heißt 6. Wein von mir für Anja. Und welcher das ist, das verrate ich euch jetzt. Anja bekommt heute deutsche Sonne in Flaschen ins Glas, nämlich einen Lemberger, also Blaufränkisch, das ist ja Synonym, aus Württemberg von Ellwanger, einem besonders guten Erzeuger für diese Rebsorte. So, liebe Anja, für unsere Zuschauer sind 2 Tage seit dem letzten Weißwein vergangen, für dich 5 Minuten. Deswegen lasse ich dir ein bisschen mehr Zeit für die Umstellung und gebe dir auch einen ganz besonderen Hinweis. Ich habe einen Vorsatz für das neue Jahr jetzt schon gefasst. Wir müssen einen massiven Mangel der Webweinschule beheben. Wir müssen eine Folge über diese Rebsorte machen. Die fehlt noch. Das ist, glaube ich, dann schon eine ganz gute Eingrenzung, denn wir haben ja schon eine ganze Menge Rebsorten, aber die fehlt definitiv. Das ist eine sehr seriöse Nase, ne? Irgendwie so? Ja, also seriös würde es in der Tat treffen. Es ist sehr angenehm in der Nase, aber verrät nicht mehr als Seriosität und eigentlich Zurückhaltung. Ist ein bisschen süßlich. Heil. Aber ziemlich interessant. Ganz sicher habe ich das schon im Glas gehabt. Vielleicht nicht genau den Wein, aber ich bin ziemlich sicher, dass man mit so viel Schokolade und Kaffee und dennoch so viel Leichtigkeit ich weiß nicht ganz genau, warum ich da bin, aber ich bin in Italien. Mhm. Ich bin in Piemont. Ja. Und ich bin nicht bei Nebbiolo, aber ich bin bei Barbera. Ah ja, spannend. Das ist, glaube ich, die große Stärke dieser Rebsorte, dass sie genau diese falschen Fährten legen kann. Das hast du gut verpackt. Nein, denn das ist tatsächlich genau das, das Erste, weil du sagst, so ein bisschen Kaffee und Schokolade auf so eine ganz beschwingte, natürliche Art. Also nicht so, der Winzer wollte jetzt unbedingt, dass dieser Wein nach Sonne in Flaschen schmeckt. Es hat so eine mühelose Art, Sonne in Flaschen zu verpacken und hat trotzdem eine schöne Säure und Struktur aus einem eher kühleren Klima. Das Piemont ist nicht gerade brüllend heiß, muss man dazu sagen. Und Barbera ist auch so eine, genau so eine Art von Wein. Wir sind aber in Deutschland. Wirklich? Dann ist es wahrscheinlich Lemberger. Genau. Halleluja, ich habe es mir nicht getraut zu sagen. Oh Gott. Ja klar, wobei witzigerweise ja der Lemberger, wenn er gut gemacht ist, wirklich ernsthafter daherkommt als im Blaufränkisch manchmal. Mhm. Findest du nicht auch? Blaufränkisch hat immer so dieses Primärfruchtige und das hat er ja jetzt gar nicht. Also im Blindproben. Und du hast gesagt, das kostet alles weniger als 20 Euro, da bist du, Ellwanger, wie cool ist das denn? Erste Lage. Weil wenn du Blaufränkisch in dem Preisniveau probierst, dann kommt das schon immer mit so einer ordentlichen Kirschgeschichte. Ja. Aber also, das hat er nicht. Nee, das ist ganz, ganz seriös und überhaupt nicht poppig. Nee. Und also ich habe diverse Blindproben gemacht und sag mal, die GGs aus der gerade Württemberger VDP-Familie sind da häufig nicht als deutsche Weine auszumachen. Im Deutsch-Österreich-Vergleich oder sowas. Das mischt sich mittlerweile bunt durcheinander. Mhm. Die können da auch mit den Guten mittlerweile locker mithalten. Ja, besonders guter Erzeuger, erste Lage, ist sicherlich in unserem Feld hier das größte Schnäppchen. Muss man so sagen. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Toller Wein. 13%. Ne? Mhm. Leicht. Aber doch, es ist eine Menge Wein im Glas für wenig Geld offensichtlich.